Mit dem Gewehr und der verrückten Maske, dein Atem riecht nach Blut und du knurrst wie ein tollwütiges Tier. Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe meines kleinen Taekwondo-Tagebuches. There's only one animal that can kill a snake. A mongoose? A real animal bird. Ja, ich hatte natürlich wieder Training gehabt am 29. Juli. Und ich muss euch zugeben, es hat mir wieder verdammt viel Spaß gemacht. Wir haben Hauptfokus war diesmal gelegt auf einen Tritt, der halt wirklich auf den ersten Blick unschaffbar ist. Aber wenn man das dann selber ein paar Mal gemacht hatte, dann war es eigentlich gar nicht so schwer. Und zwar irgendwas mit Double. Der hatte irgendwie Double Snap. Kick, ist der so irgendwie? Keine Ahnung. Jedenfalls, ich kann mir das schlecht nachmerken. Das wisst ihr genau. Ihr kennt mich ja seit Jahren von dem her. So, jedenfalls, das ist halt so, Ausgangsstellung ist halt Beine versetzt. Linkes Bein vorne, rechtes Bein hinten. Und dann wird abgesprungen mit beiden Beinen, wird halt abgesprungen. Du trittst zuerst mit den rechten hinteren Beinen zu in der Luft. Und dann halt mit dem vorderen Bein nochmal in der Luft. Da trittst du halt auch nochmal. Das klingt jetzt erstmal unschaffbar, aber gut, bei Karate war es ja auch so gewesen, dass der Kranichtritt ja auch angeblichweise so unschaffbar ist, ne? Aber im Kranichtritt ist es ja, das ist eigentlich Pillepalle. Du stehst eigentlich nur auf einem Bein. Nimm jetzt zum Beispiel das linke Bein dran, das rechte ist oben. Dann springst du halt mit dem stehenden Bein quasi mit dem linken Bein ab und trittst halt dann mit dem linken Bein auch gleichzeitig zu beim Abspringen. Das ist ja auch so ein Ding, wo man sich denkt, das schaffe ich ja niemals, das ist ja nur Filmmusik und so. Aber nee. Wenn du das wirklich alles regelmäßig trainierst, dann ist es halt irgendwann kein Problem mehr. Und jetzt war es natürlich auch die, wenn du was gezeigt bekommst, dann heißt es nicht, dass du das ab dem Moment kannst. Nein, sondern wenn du einmal eine Technik gezeigt bekommst, dann bedeutet das nicht, dass du das ab dem Zeitpunkt an kannst, sondern es bedeutet dann, du musst das immer schön regelmäßig weiter trainieren, sonst vergisst du es wieder. Sonst rastest du ein. Das ist das, was mein Karate-Sensei mal gesagt hatte. Karate ist wie warmes Wasser. Wenn du es nicht trainierst, ist es kalt. Na gut, man könnte es auch so sagen. Use it or lose it. Das sagt man ja so. Jedenfalls, aber Taekwondo, doch, das macht schon übelst Laune, macht sehr viel Spaß. Ich habe da wirklich meine Freude dran. Ist wirklich dann so ein schöner Ausgleich, jetzt gerade für die Sommerferien. Aber ich freue mich schon wieder, wenn es dann mit Karate wieder weitergeht. Weil Taekwondo ist dann trotzdem energieraubend, sage ich einfach mal. Taekwondo ist halt so eine Sache, bist ja die ganze Zeit in Bewegung, was Kampfhaltung angeht und was Tritte auch angeht. Tritte sind cooler, da sei ich ja jetzt dagegen, ne? Aber statt einmal zu treten, machst du halt quasi mehrere Tritte gleich ineinander und es ist schon sehr energieraubend. Ja, Schläge haben wir gar nicht trainiert. Schläge haben wir überhaupt nicht trainiert, weil gerade ist ja so, da trainieren wir ja jedes Mal Schläge, ist so. Und bei Taekwondo ist es halt so, wir machen halt Tritte größtenteils. Was jetzt nicht verkehrt ist, bei Taekwondo ist ja wirklich ziemlich cool. Du hast auch die richtig coolen Tritte drauf. Ja, der hat so richtig coole Kicks. Sehen nicht wie Sanji aus One Piece, ne? So, meine Lieben, da würde ich mal sagen, hat es euch ein bisschen gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich wieder was zu berichten habe. Bis dann würde ich sagen, passt euch auf, mein Freund. Freunde, ciao. Hey! Watch your car, man. Who's this dude? Just leave the dork alone. What? Oh, is that all you got, ladies? Oh, come on.